Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Kurz DLC sowjetische Kampagne. Wir machen hier mal weiter im Süden weiter, weil ich sehen will, ob das mit dem Bonusziel was wird. Donbass. Etwas überhastet und bereits im Vorfeld vom Feind bemerkt, brachte die Mios-Offensive im Spätjuli durchwachsene Ergebnisse. Trotz einiger Geländegewinne bei Soar-Mogila und bedeutenden Verlusten bei den deutschen mechanisierten Verbänden blieb die Lage gefährlich. Nach der Einkesselung einiger Kräfte der Südfront wurde ein Rückzug zum Mios angeordnet. Nach 2 Wochen der Ruhe, Reparaturen und Versorgung mit Nachschub erlangt die sich verändernde Lage an der Front einen weiteren Angriff im Donbass. Wir haben die Südfront. Wow, durchschnittliche Ausrüstung. Aber gerade noch ein paar Karten verfügbar. Und Geld ist auch da. Und dann sollen wir mal sehen, dass die das Ziel erreichen. Vor der nächsten Konferenz wäre dann noch im Schauplatz Nord die Zentralfront noch einmal dran. Die Stärke der deutschen Reserven in unserem Sektor ist unklar und die geringe Größe unserer Kräfte zwingt uns dazu, unsere Ziele im Donbass zu begrenzen. Du musst einen schmalen Sektor der Mios-Front durchbrechen und schnell vorstoßen, um die feindlichen Truppen bei Taganrog einzuschließen. Seelandungen werden dir helfen, den Kessel zu sichern. Ob du Stalin oder andere Ziele jenseits von Taganrog angreifst, ist dir überlassen. Okay, ah ja. Ich wollte gerade sagen, überschaubar große Karte. Bonusziel ist natürlich ganz hier unten. Also 100% Nachschub. Die kriegen blöderweise noch Verstärkung. Da hinten. Da ganz hinten. Da ganz hinten. Okay. Wir kriegen nicht so weiter. Die haben hier wahrscheinlich Eisenbahnen alle mal. Ja, alles, was danach Bahnanschluss aussieht, ist auch einer. Wir haben hier hoffentlich auch irgendwie, ja, ein Eisenbahn. Okay, 2 Eisenbahnanschluss, aber da hinten geht das eh in einen Ort rein. Und da unten könnten wir uns noch einen Hafen holen. Auch gut zu wissen. So, Kotelnikovo sollen wir in Zug 1 erreichen. Wie haben die sich das denn gedacht? Ja, also bis jetzt. Hey, Taganrog ein bisschen später. Und dann können wir hier vorne noch Geld machen. Da ganz hinten das Bonusziel. Berlin und Mariupol. Okay, also technisch betrachtet, die Siegziele sind nur hier vorne. Man muss also gucken, wie weit man eigentlich kommt. Und hier wurde auch irgendwas von Seelandungen versprochen, aber ich sehe gar keine. Vielleicht erscheinen die noch irgendwie. So, gerade ob es irgendwie einen Fallschirmjäger gibt. Aber dann müssen wir irgendwie so da drüben hin. Hier ist über einen Fluss im Weg. Man muss eigentlich hier oben rum. Da stehen auch einfach nicht genügend Truppen rum. Ja gut, wir haben eine Front, die Südfront. Hast du noch ein bisschen was? Na gut, wir könnten dir noch einen in die Hand drücken. Behält ihr den Elite-Status? Ja, und dann, okay. Bei den Infanteristen jetzt immer so ein bisschen die Frage, wen wir halt noch länger haben. Aber die meisten oder einige machen hier zumindest noch eine Mission. Und hier mit der Kanone können wir noch mal weiter stärken. Okay, wir haben hier durchaus Geld, so ist das nicht. Reparieren gibt's nicht. Ja, du könntest hier noch die Versorgungsbrücke richtig kaputt machen, aber das brauchen wir natürlich auch nicht. Auch keine Bombe. Okay, ich bin geneigt, die Bomberkarte zu spielen, damit wir zumindest doch einen haben.
Und sie würde hier sagen. Eins. Also über diese Brücke, aber nee, der ist im Weg. Der im Weg und dann käme man da rum, aber hier steht nichts Mobiles. Die Einheiten stehen, wenn dann hier. Die hätten nur ihre beste Chance, wenn man hier irgendwie die Straße entlang käme und dann irgendwie darum abzweigt. Eine Brücken oder so hier rüber kann man jetzt auch nicht schlagen, weil da Gegner sind. Das wäre hier wahrscheinlich der wahrscheinlichste Durchbruch. Ja, oder halt vielleicht da oben. Wenn man eben. Wir sehen, wir können ja noch ein paar Sachen kaufen. Oder umorganisieren. Zum Beispiel die Kanone da einsammeln und die irgendwie hier vorne wieder austeilen. Du bist auch ziemlich nach. Hinüber sind. Du könntest zum Beispiel dein T-34 abgeben und dafür eine Kanone nehmen und dann da reinschießen. Der Platz schaffen muss irgendwer den wegschaffen und dann dahinter Gas geben. So stelle ich mir das gerade vor. Richtigen Einheiten hier haben schon. Spezialisten. Naja, hier oben wird vielleicht auch eine Kanone gebrauchen, um irgendwann da auch mal durchzukommen. Doch noch, also du behältst den. Na gut, du musst da ein bisschen schießen. Du, man könnte vielleicht den hier einen zur Seite verteilen. Dann den T-34. Echt, die sind Veteranen, haben wir noch mal. Die Elite, die haben wir auch noch mal. Ihr kriegt vielleicht mal irgendwas Tolles. T-34 hat was für sich. Sturmpios sind aber auch nicht verkehrt. Ihr kriegt mal einen Sturmpio. Und dann vielleicht irgendwie mit helfen, mal durchzuschlagen. Kann man natürlich hypothetisch hier noch verschanzen. Dass die hier irgendwie ihrerseits einen Durchbruch machen. Den LKW kann man sogar problemlos rausnehmen. Dann haben wir noch einen auf Vorrat. Gut, dann dadurch da rein und dann mal weiter gucken. Mal doch noch irgendwen kaufen. Wir könnten natürlich noch so leicht Touristen kaufen, aber es ist auch nicht endlos viel Geld da. Die können ja hier auch nur einen Spezialisten. Na gut, ihr könntet noch einen kriegen, ihr habt so viel. Oder ihr kriegt hier noch einen normalen Pio. Schaut mal, ob ihr damit da oben irgendwann durchkommt. Gut. Es war doch irgendwann hier mal was im Intro von Seelandung oder so erwähnt. Die sehe ich hier nun bei weitem nicht. Und dann müssen wir irgendwie so gucken, dass wir da reinkommen. Wird schon 1-1. Basis und wird mit der Artillerie auch Schaden machen, aber ich denke mal, ihr dürft dann auch die Artillerie gerade ziehen. Damit ihr hier schon mal den Weg freier machen könnt.
Gut, jetzt hätten wir auf den schon 2-0 Frage. Wir könnten noch versuchen, den zu schwächen. Mir wirklich den Weg freizuräumen oder hier oben gucken. Wer weg wäre, käme man da auch schon durch. Das ist doch so schon ein Angriff auf den. Aber wenn der Spezialist von dem weg wäre, sähe es alles noch schöner aus. Ansonsten machen wir das so. Eins, okay, und dann auch mal auf den drauf. Naja, mittelprächtiger Treffer, aber immerhin ein Treffer. Müssen wir hier rein und da durch. Musst du auch ganz den Weg freimachen und kannst hier dann auch noch weiter treffen. Okay, der stellt sich da, aber der hat keine Kontrollzone mehr. Trotzdem fast die Frage, der hat natürlich noch eine Kontrollzone. Oder können vielleicht sich hier noch Infanteristen reinwerfen? Ja, war das jetzt der eine Rückzug zu viel? Was ist der hier irgendwie fahren? Der käme bis jetzt hier hin. Vielleicht gerade der eine Rückzug zu viel. Ihr habt da auch keine Chance mehr ranzukommen. Ach, da sind auch noch. Da sind auch noch Feinde? Wie stellen die sich denn vor, dass man da hinkommt? Hier unten, aber das ist auch alles zu unwahrscheinlich. Defekt macht und irgendwie durch den Wald hopsen kann, vielleicht. Aber da kommt man halt auch nicht weit. Vorwärts. Dazu, ich bin ein bisschen irritiert. Oder haben die so jetzt irgendwie eine falsche Megakarte? Oder sowas? Ich meine, wir müssen so oder so Gas geben. Natürlich haben wir auch mit der beste Angreifer und die anderen könnten hier noch nicht rum. Der dürfte ja auch keine Kontrollzone mehr haben. Du machst den einfach schon mal platt. Dann ach, jetzt darfst du durch. Okay. Okay. Der stand nur im Weg. Weil der noch da hier ein offenes Feld versperrt hat. Okay, verstehe. Gut, dann mal sehen, wie ihr. Bei Nachrücken ist hier vielfach gar nicht mehr drin. Frage ist gerade noch, ob man den Bomber ziehen will. Eben nicht mehr so wirklich viel für die letzte Mission noch übrig. Wer weiß, wenn man den nachkommt. Versuchen den zu treffen. Und da schon mal etwas weiter durchkommt. Noch mal irgendein Trupp drin sein, den wir nicht nochmal haben. Okay, der wird nur seinen Pionier opfern, das muss nicht sein. Und die anderen sind einfach zu schwach. Ja gut, dann hat das nicht so den ganz großen Unterschied gemacht.
LKW mal hier hin und angefühlt können wir den eigentlich auch rausnehmen. Dann hat der halt vorübergehend nichts. Aber du könntest dann auch in die Stadt selbst reingehen, dann passt das. Und ihr da oben könnt dann halt erstmal noch nichts erreichen. Ja, der hätte noch einen Verlust erleiden müssen, aber es sind keine Kommandopunkte mehr da. Der weitere Angriff da lohnt sich einfach nicht. Und ihr könnt auch nichts machen. Ja, dann wahrscheinlich beenden. Ich fürchte, dass sie den angreifen, aber immerhin, das tun sie nicht. Ihr grüner Infanterietrupp. Wir haben da unten auch schon Versorgungsprobleme. Sehr schön. Aber selbst den grünen Infanterietrupp kriegt ihr nur mit Mühe. Und schönen Sachen. So, dann wäre es eigentlich gut, wenn man jetzt den noch so, also ja, eigentlich mit Volldampf nach vorne. Die haben da oben noch ihre eigene Eisenbahn. Sind eigentlich nach Möglichkeit an dem da vorbei. Den vielleicht noch weg. Und ihr müsstet den wegmachen. Ich habe fast keine Lust für einen grünen Trupp hier so viel einzusetzen. Vor allem hier macht doch endlich mal einer einen Treffer. Ran bin mir noch nicht ganz sicher. Hier da hinten müsste auch bis Zug 3 hin. Da müsste man eigentlich den jetzt wirklich loswerden, aber das ist auch nicht mehr so richtig möglich oder schwierig. Ja, wenn du bis dahin fährst. Angreifst, ist das noch eine der besten Sachen, die du tun kannst. Der Reiter kommt leider auch nicht viel weiter. So, wenn er Gas gibt. Wir haben Ende noch hier hinten rum. Falls da keiner drin ist, kann man aber natürlich nicht sicher sagen. Aber sonst hol du mal die Versorgung. Ist dem auch gut und dann könnte der auch noch Sachen machen. Kannst hier trotzdem kein angreifen, weil das Feld belegt ist. Und dann könntest du einfach mal versuchen, hier hinten rum und zu gucken, ob du da noch rankommst. So, den loswerden. Den da oben vielleicht auch. Ein Artillerietreffer, Spezialist ist auch unterdrückt. Du hast ein 1-1 und würdest deinen Spezialisten vielleicht nicht verlieren. Mal machen. Jetzt hätten wir hier mal schon 0-1 endlich. Was wohl reichen muss. Zieht sich zurück, ist gut. Ihn noch nicht vernichtet, aber haben hier einen breiteren Weg schon mal rum, den man arbeiten kann. So, was haben wir noch? Auch schießen ihr. Ihr, aber hier. Gut, vielleicht kriegt ihr den. Vielleicht auch nicht. Wenn jetzt den erwischt, das wäre, finde ich, auch nicht so entscheidend. Er schon mal damit drauf. Geht weiter die, dann ist hier auch nicht viel zu tun.
Wir müssen, ja. Der kann natürlich Gotelnikovo kaum verlassen. Wenn man nicht riskieren will, dass das Ziel fällt. Aber wahrscheinlich müsste der eigentlich Vollgas geben. Ah. Wissen wir denn bisher? Da ist noch ein bisschen hier und da sind immer mal so ein paar Verteidiger. Das ist jetzt heikel. Möchte man natürlich schon weiter. Kann es aber im Moment gar nicht. Vielleicht hätte sonst doch der Reiter da reingemusst. Also von euch hat keiner mehr eine Chance. Okay, und da unten sind... Ah, vor allem, weil wir jetzt auch wissen, dass da unten welche drin sind. Wir könnten den auch da rumjagen. Dann wäre es doch besser gewesen. Also du könntest auch hier runter und das vielleicht freiräumen. Das wird auch nochmal ein paar Punkte. Selbst wenn man dann aus... Aber nur, wenn man es wirklich schafft. Wenn man eigentlich hier rum will, vielleicht das Bonusziel, dann muss man eigentlich hier Gas geben. Dann müsstest du eigentlich eher hier rum. Auch wenn da dann vielleicht nochmal einer reinläuft. Aber dann müssen wir das irgendwie zurückholen. Und hier. Vielleicht da mit zwei LKW haben wir auch schon alles drin, außer den einen ganz vorne, den man dann eh nicht erreicht. Gut, du kannst hier auf Verdacht den nochmal ganz leicht treffen. Da er nicht versorgt ist, wird er ja auch nicht verstärkt. Lässt du darüber und dann muss das schon alles irgendwie werden. Noch den Bomber. Gut, da hätten wir nämlich auch unsere Eisenbahn, wenn das da mal irgendwie funktionieren sollte. Ziel verloren und die kommen da nicht ausreichend zügig rein. Dann stehen wir da, wo der deutsche Panzer ist, mit ein bisschen Artillerie und Stalino ist ansonsten gerade frei. Kann irgendwer die da noch wegmachen? Hier müsste man jetzt eigentlich eher mal mit der Kanone drauf schießen. Natürlich auch noch dahin gehen, dass das Feld potenziell für nachrückende Angreifer freier ist. Könnte da drüben noch ein 1-1 auf den machen und dem das Feld frei zu machen. Vielleicht kommt man ja doch noch irgendwie da unten ran. Ich glaube es eigentlich nicht. Und ihr hättet ja auch schon 2-0, dann macht ihr das mal. Könntet ihr den auch vernichten? Könnte der mit dem Pio Vollgas nach vorne geben und zumindest schneller im Einsatz sein? Könntest da reinfahren, aber wenn der nicht da wäre, kämst du vielleicht auch noch. Also, ach, riskiert das mal auf 1-1. Sich aber leider nicht zurück, wie ich jetzt gehofft hatte. Jetzt hättet ihr zumindest ein 2-1. Und Stalino hat ja noch Zeit, auch wenn es da jetzt gerade schon offen liegt. So, gegnerischer Panzer vernichtet. Ein paar etwas unschöne Verluste. Aber ihr könnt das dann schon mal absichern. So, ja. Okay, natürlich nicht ganz ran. Okay, er käme an die ran.
und Brücken freischlagen. Hier wurde letztes Mal auch noch einer gesehen. Von Taganrog kommen. Gut, du hast ein 1-1 auf die. Aber ansonsten ist da nicht viel. Selbst wenn die sich zurückziehen. Den auch noch zu schlagen, erscheint mir alles einfach unwahrscheinlich. Bin hier sonst deutlich mehr im Fokus, vielleicht Mariupol und dann, wenn man von da Versorgung hat, Meditopol erreichen. Und dann kannst du da auch nicht so viel machen. Und dann kannst du das Saku-Upgrade schon mal holen. Günstigere Artillerie ist immer eine schöne Sache. Ist dann dahin, wo der steht. Ja, und du? Dann fang dich dadurch zu wühlen. Bei ihm ist halt die Frage. So, oder da steht gar keiner mehr. Ach, Nachzügler. Er hat. Hätte man auf das. Ach. Ärgerlich. Ja, komm. Und ihr könnt hier eigentlich auch noch einen Zug warten, bis die so richtig weg von der Versorgung sind. Und der ist, nein, der ist nicht in Kommandoreichweite. Und jetzt alles in allem ein Spezialist hätte was für sich und danach gibst du Vollgas darunter. Nun kümmert euch dann da schon mal drum. Und hier dann noch die Frage, okay, die kommen alle auch nicht mehr viel weiter. Noch mal versuchen, aber die anderen kommen einfach noch nicht auf die Werte, die man braucht. Aber wir könnten hier noch mal bomben. Das sollte ja wohl jetzt reichen. So, wodurch wir bald deren Versorgung haben. Du kannst vielleicht noch hierhin, damit auch Kontrollzone ist, ihr seid da, ihr deckt hier noch eben ab und wartet. Du kannst eigentlich wirklich schon dahin. Und zunächst ist mal auf, besser auf die hauen und es darf schon einer nachrücken. Direkt unsere billigere Notversorgung hat auch immer was Schönes, aber sonst mach schon ruhig schon mal den siebten Kommandopunkt. Hier auch schon mal weiter rum. Vielleicht kannst du den versorgen, wenn nicht zu viel schief geht. Und LKW, aber wir können den ja noch nicht weiter vorne als da platzieren, deswegen ist das auch noch relativ egal. Die Verstärkung. Vielleicht doch darauf achten sollen. Alles, ja, stimmt. Aber nicht nur deren drei Infanteristen da hinten, sondern ja auch der eine Panzer, der noch erschien. So, dann eins nach dem anderen. Taganrog und unsere Eisenbahn. Ich fürchte, dass ich das effektiv auch erst im nächsten Zug erledigen lässt, weil die noch zu stark sind. So, ihr hier oben
Sind jetzt eigentlich auch nur noch die isolierten Gegner so nach und nach mal schlagen. Hier über eine Schiene wäre auch nicht schlecht, aber der Gegner hält leider auch ziemlich gut stand. Und zur Not Bomben. Ja, der Panzer in Stalino steht jetzt im Weg. Bin ich offen zu nebenbei. Das natürlich ist die Logistik jetzt weg beim HQ. Wir haben hier weit und breit keinen feindlichen LKW, den man mal erobern könnte. Ein Panzer im Hinterland, der rumnervt. Du könntest schon auf Basis von 1-1 auf den gehen. Muss wohl reichen. Will nicht abhauen. Wenn der jetzt einfach nach Kotelnikovo, ach. Immer diese ganzen Probleme. Aus den Platt, du stellst dich da schon mal hin. Könnt ihr jetzt, glaube ich, hier aber einfach Gas geben? Na cool, dass dir natürlich seine Logistik fehlt nach der letzten Bewegung, ist auch mal wieder eher unglücklich. Die kriegen wir erst nächstes Mal weg. Oder halt den. Der hält aber nicht viel davon. Und scheint da sehr gerne im Weg zu stehen. Wenn wir den hätten, dann wird unsere Bahn hier durch ja funktionieren und man könnte schon da vorne demnächst mit Versorgung rechnen. Es ist gerade leider weiter viel zu teuer, den zu schlagen, und ich will nicht den Pio dafür hergeben. Ich ist also alles mal wieder stressig bleibt. Ja, wir könnten auch das Land da drüben hin erobern. Man da schien, aber de facto soll man nach da unten hier über diese Straßen, würde ich jetzt sagen. Mit denen weiter ausbauen, das reicht einfach nicht. Wir können natürlich auch Verdacht hier in 1-1 draufsetzen. Vielleicht zieht der ja sofort. Nee, er hat nicht mal eine Rückzugschance. Ach, ist natürlich auch jetzt das eine Feld wieder außer Reichweite. Sein Spezialisten erst auf dem nächsten Feld. Nicht mal ein Trupp, den wir in Ruhe verheizen können. Ich würde gleich der Pio sterben. Nehmen wir an, wenn wir den euch wegnehmen, dann habt ihr nur noch einen 202, aber dann seid ihr nur noch ein gewöhnlicher Infanterietrupp, dann macht ihr das halt. Die wehren sich leider bis zuletzt ziemlich gut. Und fast schon hier schauen. Und hoffen, dass uns von denen keiner auf die Bahn läuft, weil jetzt hätten wir hier die Verbindung durch. Dass die im nächsten Zug wieder fit wären, solange uns hier keiner raufläuft. Ihr haltet das irgendwie so. Dann kannst du auch ruhig schon weiter nach vorne. Und mal sehen, brauchen wir eigentlich den Doppel-LKW noch?
Okay, als Einzel, aber da können wir auch einen einsparen. Dann müssen wir das einnehmen. Danach Vollgas geben. Ach, jetzt kommen die Schiffe. Ach, da sind die Schiffe. Soll das ein Witz sein? Nur da landen? Danke für euren Einsatz, glaube ich. Gut, wir sind wieder versorgt. Ach, und jetzt kommen unsere Schiffe hier langsam mal an. Schön, euch auch mal zu sehen. Frage, können wir hier oben alles auch nur auf Basis von eigenem Schaden? Müsst also die da einfach runter belagern. Aber ihr könnt jetzt endlich mal hier durchschlagen. Da noch ein bisschen ran und die Karte auch aufdecken. Alles nur 1 zu 2, weil der noch so viele tolle Spezialisten dran hat. Aber dann, ach, du kannst eh nicht mehr viel machen, passt da auf, dann haltet den noch umstellt. Bei dich haben wir nicht nochmal. Ändert hier aber nichts am 2 zu 1, okay. Ihr belagert den. Ihr kümmert euch um die. Müssen hier irgendwie in diese Stadt da rein. Hier ein paar 1-1er zur Auswahl. Natürlich auch hypothetischen Scheinangriffen möglich. Okay, und ihr kommt dann. Macht mal dahin. Habt ein solides 4 zu 0 gegen euch. Nicht so das Wahre nebenbei. Was machen wir mit diesem Reiter? Da. Den schön weit wegschlagen, bevor er zu einem Problem werden kann. Ich glaube, die da oben machen dann de facto auch nichts mehr. Als jetzt darum geht, darunter irgendwie Gas zu geben. Ganz dringend ist Mariupol dann eigentlich auch nicht mehr. Na gut, außer dass da die Straßen liegen und wir es als Ausgangspunkt für Versorgung hier durchbrauchen. Das ist irgendwie schon noch relevant. Ich fürchte, die sind das berühmte Feld außer Reichweite, selbst wenn man das Land verbindet. Sieht so aus, als ob man so 1-1 vielleicht erstmal nicht vorbeikommt. So, da schon mal drüben hin Gas geben. So, das nächste ist ein Spezialist. Nebst 10% Rückzugschancen. Er zieht sich dahin zurück. Leider nicht mehr bewegen. Hier auch nicht. Ja gut, eigentlich musst du den fertig machen. Und dann hier runter Gas geben. Also gut, ich meine, der könnte die Stadt leer räumen. Aber das könntet ihr jetzt auch. Aber wir müssen ja mit unseren Einheiten irgendwie nach vorne kommen. Uns nachrücken, aber hier sonst, glaube ich, inzwischen auch hier rausrücken. Und ihr passt halt alle nur noch da hinten auf.
hypothetisch noch ein, zwei hinterher schicken. Aber ihr stellt sonst die einfach zu. Kriegt ihr die noch komplett kaputt? Also der könnte zwar da, okay, du könntest da rein die platt machen und dann noch gucken, wie weit du fahren kannst. VV85, das klingt nach einem Suldin-Spezialisten. Und dann können wir euch hier Doppel-LKW schon mal aufbauen. Da noch 6 Felder reicht, was ausreichend sein sollte. Kommst auch mit weiter nach vorne, wenn die da irgendwie noch was brauchen. Wer auch sonst da ist, einfach weiter Gas geben. So, kann einer von euch darum kümmern, sehr freundlich. Und hier oben könnt ihr das jetzt auch mal abräumen. Also so langsam mal abräumen. Wenig nochmal, also mach 2 zu 1. Hier immer noch so unschön viel Schaden gerade. Und dann sind die auch raus. Stellt die da einfach zu, das passt. Und ihr... Ja, ich fürchte, dass ihr nichts mehr beitragen könnt zum finalen Ziel. Natürlich auch Spaß noch die Makro nachsetzen, ehe das abhauen will. Ihr müsst jetzt da Gas geben und sehr schön. Die werden jetzt gekommen, die ganzen Infanteristen, aber müssen uns dann auch nicht mehr kümmern und das Ganze ist sogar noch in Versorgungsreichweite. Ja, Spaß, hier glatt noch ein bisschen rumfahren. Okay, man hätte den einen da oben noch bomben können, der noch in Versorgung steht. Aber egal, ich denke, wir können das Szenario beenden. Also der größte Fehler im Prinzip war es, mit dem Reiter noch zu versuchen, hier ranzukommen. Der hätte in Hotel Nikovo stehen müssen. Dann wäre das auch noch 50 Punkte gewesen. Aber so ist es in Ordnung. Wir haben vor allem auch das Bonusziel für die nächste Mission. Und mal geringe Verluste. Also für sonst so sowjetische Missionen sehr, sehr überschaubar. Sind dann unten fertig und nächstes Mal dann noch die Zentralfront. Der allerdings nur noch ein LKW übrig hat, aber immer noch ein bisschen Geld. Und damit dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.